Hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu Skellige und Regen und ja, dem Witcher halt. Geralt, ihr wisst ja. Und ich war ein paar Tage krank, es tut mir sehr leid. Ich hatte eine Außenohrentzündung und ich konnte den einen Tag schon mal Dragon Age aufnehmen und dann musste ich aber wieder doch nochmal pausieren. Falls euch sowas immer mal interessiert, wie gerade so infomäßig, schaut einfach mal bei Facebook bei mir vorbei. Keine Sorge, ich spam da keinen zu. Da poste ich das eigentlich meistens. Vielleicht wissen es ja auch schon einige. Und ja, aber mir geht es jetzt wieder gut und ich bin gesund. Und ja, wir sind in Skellige angekommen und ich freue mich sehr. Wir haben schon Yennefer getroffen und wir haben diese Begräbnis... Ach, du bist eine Wache. Ich habe nichts gemacht. Ja, hier ist der letzte König Bran. So hieß er, glaube ich. Davon gesegelt. Das war sehr berührend, aber ich weiß echt nicht, warum dieses kleine Mädchen da unbedingt jetzt mit musste. Also, warum sie sich freiwillig... Ich verstehe das eigentlich nicht. Also, ich habe mir darüber noch Gedanken gemacht und ich komme die ganze Zeit nur auf, es ist bescheuert. Es ist bescheuert und es ist wirklich bescheuert. Naja, was soll's. Ich wollte mit euch die Charaktereinträge... Oh, diese Musik. Wenn man kein Regen ist, ne? Hört einfach mal hin. Oh, schön. Das ist echt tolle Musik, ne? Wunderbar. So, der Bran. Anscheinend der alte König. König Bran von Skellige lebte ein langes, ereignisreiches Leben. Als er schließlich spürte, dass er hinfällig wurde, ging er nur mit einem Messer bewaffnet in den Wald, um Bären zu jagen. Das erinnert mich gerade sehr stark an eine Game of Thrones. Da war das auch so. Und so endete seine Herrschaft. Bran wird als ehrenhafter, respektierter König erinnert. Auch wenn sich ehedem manche beschwerten, dass Bran lieber auf Beutefahrt ging, als sich um die Probleme der Insel zu kümmern. Und dass er die Zunge seiner Frau zu schlecht im Zaum hielt. Einige sahen sogar einen Zusammenhang und meinten, Bran sehe die Schlachten auf dem Festland denen zu Hause vor. Erziehe, Birna, wahrscheinlich die Frau? Es kann schwierig sein, als Herrscherin den Respekt von Rittern und Kriegern zu erlangen, die an Zügeln der Macht in weiblichen Händen nicht gewöhnt sind. Es kommt erschwerend hinzu, wenn man so wie Birna, Witwe König Brans von Skellige, voller Verachtung für die eigenen Landsleute und deren Gebräuche ist. Auch wenn diese Einstellung angesichts der Tatsache einleuchten mag, dass die Gebräuche von Birna verlangt hätten, sich auf den Begräbnisscheiterhaufen ihres Gattes zu werfen. Ich sag ja, das war so ein Brauch, ne? Gerechtfertigt oder nicht, Birnas Ansinnen, die uralten Traditionen von Skellige umzugestalten, brachte die Jarls gegen sie auf und schmälerte ihre Chancen, dass man sich einst als erfolgreiche geachtete Herrscherin wie Calante von Cintra oder Maeve von Lyrien an sie erinnern würde. Ist merkwürdig, da stirbt jemand und erwirft sich gleich der Partner mit noch, also von Bord. Das ist irgendwie ziemlich kontraproduktiv, auch für die, naja, für die... Haltung der Menschheit, wie soll ich sagen? Also wenn 50 Mann sterben vom Dorf, wo es nur 100 sind, dann geht ja das ganze Dorf drauf. Das ist ein bisschen doof. Und die Kleine war wahrscheinlich irgendwie die Geliebte? Wie heißt sie denn? Luisa Valette? Nee, La Valette? Priscilla? Wes? Es gibt immer wieder mal Neueinträge zu den Charakteren. Das macht es ein bisschen schwieriger. Gut, wüsste ich jetzt gerade nicht. Ach, schon interessant, aber mit dem Brauch sich... Das ist merkwürdig. Wirklich, wirklich merkwürdig. Ich würde jedenfalls nicht wollen, dass mein Partner mit mir auch noch stirbt. Was guckst du denn so? Oder ist das nur beim König so... Keine Ahnung, ihr Lieben. Der. Wir wissen es halt nicht. Na klar, das ist Skellige, was ist denn? Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Ja, worum geht's denn? Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich habe alles verloren. Wie soll ich dir da helfen?
Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Na komm. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Ach, wann tut man das schon mal? Einem Fremden völlig umsonst mal Geld in die Hand drücken. Ach, naja, 150 ist ja jetzt auch nicht die Welt. Mann, ey, das ist ziemlich imposant hier, ne? Also wir sollen ja jetzt auch zum Leichenschmaus, ne? Ich würde sagen, wir nutzen mal wieder die Folge, wenn wir in so neuen Städten ankommen. Schaue ich mich gerne erstmal so ein bisschen um. Und dann nutzen wir die Gelegenheit, gehen da hoch zum Leichenschmaus. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Weiß ich nicht, Björk, was hast du denn? Hör mal, Hexer, wir haben ein Problem mit Muire Diablen, du weißt schon. Ertrunkene. Ah. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Das ist richtig. Erzähl. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Gut, vielleicht sind sie auch gar nicht ertrunken, ne? Vielleicht sind sie auch ein Neckar oder irgendwie sowas. Reden wir über meine Belohnung. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. 250 bietet er uns, sagen wir mal. Wir machen 265. Och, das ist ein bisschen reichlich, Meister. Das sind 15 Kronen, mein Lieber. Das ist ein bisschen reichlich, Meister. Komm, ist gut. Ganz schön teuer, aber das ist es wohl wert. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Das war der ursprünglich vereinbarte Betrag. Ja. So, dann machen wir das natürlich. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. So, die Quest verfolgen wir jetzt aber noch nicht. Ich nehme erstmal nur an. Ach, guck mal, hier so eine kleine Werft. Die Skellige, wir wissen es ja, die sind so ein bisschen nordisch angehaucht, Wikinger-mäßig. Oh, ist eine Kiste. Kiste. Speichern. Da war nur Holz drin in der... Shit. Und wir haben da vorne noch eine Anschlagtafel. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit für ein bisschen Sonne hier. Es ist auch mitten in der Nacht, aber es passt ja zu dem Skellige. Oh Gott, was ist da denn los? Leute! Ja, keiner, der mal was sagt, was hier passiert ist. Da gibt es sogar so ein Schild mit den Pferden. Doch, der Kopf, der ist noch da, aber nicht mehr dran. Okay, wir gehen mal weg. Oh ja, Aufträge. Die Wacht am Leuchtturm. Ingmar, der Leuchtturmwärter, ist von seiner letzten Beutefahrt nicht zurückgekehrt und ruht nun auf nilfgaardischem Boden. Wer von den Kriegern von Clan Ancreit ist willens, am Leuchtturm wach zu halten, meldet euch in der Festung Kerntrolde. Auftrag, das gestohlene Schwert. Olaf, Leiter der Wache von Kerntrolde, gibt das folgende bekannt. Jemand hat sich in die Rüstungskammer der Ancreit geschlichen und das Schwert mit dem Namen Kulio gestohlen.
Der feige Strolch, der dies tat, wurde gesehen, wie er das Dorf durch das Südtor verließ und auf das alte Fort zuhielt. Wer dabei hilft, das Schwert zurückzuerlangen, soll für seine Mühen belohnt werden. Und wer dem Dieb hilft, soll einen Tod finden, der dieses Verrates würdig ist. Wieder mal krass. Geist des Waldes, Hexerauftrag, Krieger von Skellige. Wenn unter euch einer tapfer genug ist, dem Geist des Waldes entgegenzutreten, dem grausamen Unterdrücker der Einwohner, Ferlunds, so wird er eine Belohnung erhalten, die für eine Menge Met langt. Wir sind nicht reich, aber wir haben zusammengelegt und dabei ist ein hübsches Sümmchen herausgekommen. Kommt nach Ferlund und fragt nach Sven. Alles klar, Faustkämpfe, ach ja, wissen wir Bescheid, hier aus Skellige gibt es ja auch welche. Stark wie ein Seelöwe, schlüpfrig wie ein Aal und bereit gegen die Besten anzutreten. Komm zum Turnier und besiege die mächtigsten Faustkämpfer der Insel. Valgard von Kertrolde, Einar von Ferro und Grimm in Arinbjorn. Zaudere nicht, Ruhm und Ehre sind nur einen Faustkampf entfernt. Gwind-Unterricht? Ja, okay, das lese ich schon gar nicht mehr vor. Das ist halt für Gwind. Auftrag Moir de Eblen, das haben wir gerade angenommen. Jo, schön. Schick, schick. Da vorne gibt es einen Kräuterkundigen. Das Herz des Waldes. Warte mal. Das Herz des Waldes ist doch mit... Der Geist. Das ist doch das Pferd. Unser ne Pferd. Das böse Pferd. Ja, ich meine, gut, die Mumen waren jetzt auch nicht irgendwie lukrativer, aber hey, das Pferd ist auch irgendwie scheiße. Der Kräuterkundler ist hier drin. Familienklinge, ja, die Coolio. Hallo, Kräuterhändler. Oh, hübsch hast du es hier. Kann ich dich für etwas aus meinem Angebot interessieren? Ja, vielleicht. Zeig her. Vielleicht. Zeig mal, was du hast. Zeigen sie doch mal her. Sehr gut. Verbesserte Sachen. Nehmen wir gleich mit. Verbesserter Nordwind. Ertrunkenenpheromone? Was? Okay. 28 Gold. Nehmen wir einfach mit. Und ein verbesserter Teufelsbovist. Klar, warum nicht? Wappentiere kennen wir noch nicht, packen wir auch ein für unsere Lesestunden immer am Ende. Müsste ich mal wieder eine machen, ne? Ignatiablüten. Ich weiß gar nicht, was genau uns noch so fehlt, aber das schaue ich später mir mal an. Gut. Wiedersehen. Wiedersehen, mein Lieber. Auf geht's weiter, den Berg ein Stück hoch. Ja, ne, so mit den Freskeln und so, das ist alles ein bisschen nordischer, ne? So groß ist sie, ist Kertrolde gar nicht, ne? Oh, ein Barbier, da ist noch unsere Kiste. Und hier müsste man hin für Langlebe den König. Ich dachte eigentlich nach oben. Leichenschmaus, da waren wir doch ganz oben. Da durften wir noch nicht rein. Was ist los? Achso, begib dich in Yennefers Gemächer. Achso, sie ist hier. Da ist auch die Kiste. Interessant. Och, hier kann man boxen, ne? Ja, komm mal her. Ich will kämpfen. Gut. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Tja, den einen auf Novigrad, der fehlt uns auch noch. Was ist das für ein Turnier? Die Turnierregeln. Wie lauten sie? Unter den Kämpfern sind sowohl Emporkömmlinge, die ihr Geschick, ihre Stärke und ihren Mut beweisen möchten, als auch alte Kerle, die keinen Rost ansetzen wollen. In Novigrad und Velen gibt's sowas auch. Aber das sind in Wahrheit nur Kneipenschlägereien, wenn du mich fragst. Aber das hier ist ein richtiges kleines Fest. Und dann zeigt mir mal, wie ihr mich verdrecht. Ich bin allzeit bereit. Auch jetzt. Ich will erst ein paar Worte mit dem Fremdländer wechseln. Oh nee, ich geb nicht auf, vergiss es. Ich schummel auch nicht. Es geht um meine Erika. Siehst du sie? Ich muss heute gewinnen. Sie schaut zu. Ich habe keine Chance gegen dich, das weiß ich. Aber ich habe gedacht, dass du mich vielleicht gewinnen lässt. Du wirst wahrscheinlich auch so gewinnen, mein Lieber.
Na gut, ne, na klar, für alles für die Frauen, ne? Ich lasse dich gewinnen, aber nur einmal, ne? Ist klar. Danach mach ich dich fertig. Hör zu, wir machen's so. Im ersten Kampf gehe ich zu Boden. Aber dann kämpfen wir nochmal und da gewinnt der Bessere. Nein! Schluss jetzt mit dem Geschwätz! Kämpft! Ich verliere doch eh. Na? 27, der ist weniger als der Rambock. Der hat ein bisschen mehr. Aber ihr habt schon gesagt, der skaliert irgendwie wahrscheinlich eh ein bisschen mit. Aua. Ah. Komm her. Voll ausgewichen. Hast du das gesehen? Also, vielleicht haben wir doch noch eine Chance gegen die Typen. Ja, jetzt schlag mich doch mal. Scheiße. Ja, nochmal los. Und jetzt nochmal. Ja, sehr gut. Für seine Ärger. Valgard gewinnt. Danke. Du weißt, mit deinen Händen umzugehen. Ja, das tue ich. Naja, gut. Valgard, wir kloppen uns nachher nochmal. Wer ist denn der komische Chaos? Wieso? Ach, ich wollte gerade sagen, wieso hat sie denn abgeschlossen? Das muss Jens Zimmer sein. Sie hat es immer schon gern geräumig und luxuriös. Ja, die beiden verbindet ja natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ich wollte darauf eigentlich auch noch einmal eingehen. Ihr wisst ja, aus den Büchern habe ich ja schon mehrmals gesagt, Yen ist ja eigentlich seine große Liebe. Sogar bei geschlossenem Deckel riecht sie nach Flieder und Stachelbeere. Geschmäcker ändern sich nicht. Da ist das Einhorn. Ah, wie geil. Ja, und wie soll ich das beschreiben? Wo fängt man da an? Das ist natürlich eine riesige und lange Geschichte um die beiden. Yennefer kann ja Gedanken lesen und so fort. Es wird auch vermutet, dass, oder wie soll ich sagen, also Yennefer hat Geralt einmal verflucht, so, um, waren das irgendwelche Adligen, also irgendwelche Würdenträger sollte Geralt damals verkloppen und seitdem haben sie sich eben sterblich verliebt und es wird immer noch so ein bisschen gemunkelt. Ich habe extra nochmal nachgelesen, habe dafür aber nichts mehr gefunden, dass trotzdem irgendwie noch so eine Art Funken eines Fluches auf Geralt liegt, dass er halt sich unsterblich in Yennefer verliebt hat. Wie dem auch sei, also eigentlich verbündet die beiden eine Seelenliebe. Und hier in den Spielen ist das aber sehr gut getrennt worden. Es ist ja auch keine Romanvorlage mehr da. Und ihr habt auch schon gesagt, Yennefer ist anders im... Das habe ich auch schon so empfunden. Das ausgestopfte Einhorn. Sie hat es repariert. Ja, hat sie. Ja, also ich empfinde Yennefer auch anders als in den Büchern. Ist ein bisschen, ihr hattet auch schon geschrieben, zickiger. Ein wenig zickiger soll sie sein. Aber ja, deswegen mag ich ja Triss sehr gerne. Und ich habe es auch nicht bereut. Also ich finde, die beiden passen perfekt zusammen. Was nehmen wir dann eigentlich mal mit für eine schöne Trophäe? Die meisten geben eigentlich dasselbe. Bonus Gold. Bonus Gold. Bonus beim Munzern. Chance auf Verstümmeln. Das ist auch mal ganz gut. Bonus Kräuter. Komm, wir nehmen die Gorgo mit. Hat Verstümmeln und dann ist gut. Wisst ihr was? Ich lasse mal so ein Hemd hier. Ich mag das einfach. Und das Katzenstahlschwert kann auch erstmal weg, bis ich es irgendwann mal zerlege wahrscheinlich. Wir müssen es ja auch noch aufbessern. Achso, warte, nee, dann nehmen wir es mit. Stimmt. So, ich bin mal auch gespannt, was ihr so zu Yennefer sagt. Sie ist ja halt sehr eigen. Aber das wird schon. Wie hat sie nur die ganzen Klamotten hergebracht? Sie muss ja ein ganzes Schiff damit beladen haben. Wie üblich. Schwarz-Weiß. Da liegt auch noch Darlene Dessous und ihre eigentliche normale Klamotte. Das heißt, wahrscheinlich ist sie ja irgendwo nackig und wartet auf uns. Na super. Aber nein, wir machen das nicht. Ach, hier hat sie wieder ein Megaskop. Der letzte Wunsch. Ihr Megaskop? Ohne geht sie wohl nirgends hin. Nö. Wie sagte Philippa Eilhardt? Megaskope und Zahnbürsten sind höchst private Dinge. Zahnbürsten vor allen Dingen. Zerbrochene Haare, sag mal,
Jan, was hast du denn hier drinne? Oh nee, mach mal wieder an. Das war schöner. Ansonsten war es das. Nee, hier noch. Das Massaker von Sintra. Da geht es ja um Ciri. Sie da weiß. Oh, das war so ein interessantes Buch. Guck nicht mal. Und jetzt machen wir uns erstmal schick. Und ich will nicht. Ich erinnere mich das immer so an diese Kameraszene. Ach nee. Ah. Ja, zieh dich um. Ich mach's gleich. Ich werde mich gleich umziehen. Oh, hier ist noch ein Buch. Die vergiftete Quelle. Die vergiftete Quelle von Tysaia de Vries inspiriert sie noch immer. Na dann schauen wir uns das Ding doch mal an. Das ist... Nein. Ein Schwert gegen Hexenchroniken. Die vergiftete Quelle. Niemand wird als Magier geboren. Wir wissen noch zu wenig über die Genese und die Mechanismen der Vererbung. Wir investieren zu wenig Zeit und Ressourcen in entsprechende Forschungen. Leider führen wir unsere Studien zur Erblichkeit magischer Fähigkeiten mit, naja, sagen wir, natürlichen Methoden durch. Die Resultate dieser Pseudo-Experimente lassen sich nur allzu oft in den Gossen unserer Stadt und den Bettlerzonen vor den Templermauern begutachten. Viel zu häufig sehen wir geistlose, verblödete, sabbernde Weiber, die sich als Prophetinnen, Seherinnen, Wahrsagerinnen und Wunderwirkerinnen ausgeben. Cretins mit Hirnen, degeneriert durch die ungebändigten ererbten Kräfte. Diese Simpel und Trottel können sich ihrerseits fortpflanzen und ihre Fähigkeiten weitergeben. Und die Degeneration setzt sich fort. Kann sich jemand vorstellen, wie das letzte Glied in einer solchen Kette aussehen wird? Die meisten von uns Magiern verlieren als Folge von Änderungen und Unterbrechungen der Funktion unserer Hypophyse, die Zeugungsfähigkeit. Andere, meist Zauberinnen, erreichen den Scheitelpunkt ihrer magischen Kräfte mit intakten Gonaden. Sie können empfangen und gebären und besitzen die Stirn, die als glückliches Schicksal, als Segen zu betrachten. Aber ich wiederhole, niemand wird als Magier geboren und niemand sollte es. Im Bewusstsein der Bedeutsamkeit dessen, was ich schreibe, antworte ich auf die Frage, die auf dem Gipfel in Cidaris formuliert wurde. Ich antworte voll Überzeugung. Jede von uns muss sich entscheiden, was sie sein will, Zauberin oder Mutter. Bei Yennefer ist es sehr interessant, wie sie zur Zauberei gekommen ist. Sie war angeblich ein ultra hässliches, junges Mädchen mit, man muss sich das so vorstellen, mit Buckeln und war sehr... einfach hässlich, irgendwie in ihren Augen sehr unästhetisch und ich weiß nicht, ob sie selber das entschlossen hat oder ob es ihre Eltern waren, die haben sie dann zu den Zauberern gegeben und die haben ihren Körper magisch neu geformt. Also deswegen sehen die Magierinnen, die sind ja auch Asperual, die sehen immer so hübsch aus, weil sie es halt selber magisch geformt haben. Das ist irgendwie dann nicht so schön, ne? Das ist so Wissen, was ich nicht haben will. Ach, die hat hier gleich eine Tür in die Schenke, ich glaub's ja nicht. Aber wo ist sie denn jetzt? Oder ist das ein großes Zimmer in der Schenke? Ja, ne? Sieht so aus. Gut, komm, wir ziehen uns mal an. Ach Gott. Oh, oh Gott! die Handschuhe müssen auch aus. Aber die Hose ist cool. Die mochte ich sehr. Die ist echt geil, aber man sieht nichts, ne? So sieht die aus. Ich finde die irgendwie knuffig. Das würde ich auch privat tragen. So, die nehmen wir. Die Handschuhe müssen weg. Die Schuhe noch. Oh Gott, wie das aussieht. Ich glaube, das war's. Können wir das mal kurz sortieren hier? Gut. Also, ich trödel sowieso schon die ganze Zeit rum. Immer würde ich das nicht tragen. Aber was tut man nicht für seine... was ist Yennefer eigentlich für mich? Eine alte Freundin, die... Ihr kennt euch ja immer noch sehr gut und ihr mögt euch doch. Also jetzt tut doch nicht. Wieso muss dann das immer so kompliziert sein? So. Also ich kämpfe jetzt gerade mal nicht gegen Typen. Ah, der Vampir. Nee, zum Vampir gehen wir jetzt nicht mehr. Später vielleicht mal.
Boah, ne, das sieht schon echt krass aus hier. Aber es geht, ne? Es sieht besser aus wie beim Kamera damals. So, es gibt zwei Wege rauf auf diese Brücke. Man kann hier einen, da vorne gibt es so einen Fahrstuhl, oder man nimmt eben den langen Weg hier hoch. Ein Kampf aus. Und nicht gegen die Schwarzen. Und wir nehmen jetzt mal den Fahrstuhl. Aber Bastard! So. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen warten, bis er hier ankommt. Pass bloß auf, Fremder. Buh. Heda! Achso, der müsste mich ja eigentlich ganz groß hier drin sehen. Buh. Da kommt der Fahrstuhl übrigens. Und ich werde mal ganz kurz rasten, ne? Bis zum Morgengrauen oder so. Ich schätze mal nicht, dass die Leichenschmaus um 3 Uhr nachts machen. So, kann losgehen. Hat was, ne? Was? Wieso habe ich denn so eine ekligen Ringe an? Hier so eine riesen Klunker am Finger. Unglaublich bergig dieses Gebiet, ne? Und sehr windig. Wäre schön, wenn ich das mal in der Realität hätte. Oh. So, und dann sind wir oben angekommen. Ja, ist ja gut. Hast du gehört, dass der Aufzug gestern stecken geblieben ist? Kjeld hing einen halben Tag oben, bevor er runtergeholt wurde. Nur Dummköpfe lassen sich in einer Holzkiste in die Luft ziehen. Aber in einer Holzkiste auf dem Meer schwimmen, das findest du gut. Wenn man vom Schiff fällt, kann man schwimmen. Willst du nicht mal wenn man aus dem Aufzug fällt, einfach nicht, bleibt nur das Begräbnis. Ja, ja, dann schwimm mal in so 3 Grad kaltem Wasser oder noch kälter. Da überlebst du ja auch noch ein paar Minütchen. Bei Minusgraden jedenfalls. Jetzt weiß ich gar nicht, wo es rausgeht. Hier geht's nicht raus. Okay. Aber jetzt sind wir oben. Yep. Leute, ich werde mal die Folge 2-3 Minütchen früher. Oh, Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Tja, stellst du mich vor, Jen? Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Scheint auch sehr traurig zu sein. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich hab doch extra da... Gucke! Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Ich lade das gleich nochmal. Ich will das... Na... Okay, ich sag mal hier so, wir suchen Krach. Wir sollten uns unters... Ich überspring das. Ich überspring das. Überspringen. Ja. Wirst du mir den ganzen Abend kommt. Ja, pfff. Ich werde... Okay. Das lade ich nochmal. Das kannst du aber wissen. Lang lebe der König. Hier. Ja, wir wollen das nochmal machen. Was habe ich denn da jetzt falsch angelegt? Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Muss ich die Schwerter noch abpacken? Ablegen, meine ich natürlich. Komm, ihr Lieben, noch ein bisschen kurze Kleidungsshow hier. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Müssen die Schwerter noch weg? Nur so? Ist das richtig?
Also ich speichere jetzt mal hier an der Stelle, werde jetzt aber auch erstmal die Folge beenden. Dann gehen wir gleich nochmal in der nächsten Folge komplett den Dialog durch. Ich hoffe, den sehe ich halt hübsch aus für Sie und so. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dann wieder mit dabei. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.